Ihr Lieben, wir haben es geschafft. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 70. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, unser Ziel war 70 Folgen Let's Survive Minecraft. Und was soll ich sagen, wir sind bei Folge Nummer 70. Das heißt, wenn wir es jetzt noch schaffen, Folge Nummer 70 voll zu kriegen... So. Dann haben wir es tatsächlich doch fertig gebracht, das Ziel auch entsprechend und adäquat zu erreichen. Cool, ich bin begeistert. Schön, dass ihr uns bis hierhin die Treue gehalten habt und dass ihr das alles mitgemacht habt. So, im Moment sind wir ja dabei, hier so ein bisschen auch, ich muss jetzt nochmal zählen. Im Moment sind wir dabei, Diamanten zu farmen oder auf der Suche nach Diamanten sind wir gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. So, hier müssen wir jetzt quasi den nächsten... Boah, immer diese... Ich hasse es ja, ne? Also ich hasse... Diese... Kies-Situation hier. So. So, so, so. Noch mehr Kies. Ach, Kies ist so eine echt nervige Sache. Ja, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt unbedingt tun, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. So, vier Felder müssen wir noch. 1, 2, 3, 4. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein und um kein Video zu verpassen, solltet ihr dann natürlich auch die Glocke aktivieren. Ja. So. Folge Nummer 70. Hervorragend. Wir haben es geschafft. Wir haben das Ziel, was wir uns vor Augen gesetzt haben im Let's Survive, erstmal geschafft. Und ich bin froh um jede weitere Folge, die wir in diesem Let's Survive gemeinsam bestreiten werden und gemeinsam schaffen werden. So. So, jetzt war das 1, 2, dann war das hier. Quasi hier nochmal. Oh, warte mal, wie war das noch? Zwei Felder rein, ne? Ach nee, wir müssen überall zwei Felder rein. Genau, ich habe ein Höhlengeräusch gehört. Na super. So, da auch nochmal zwei rein. Oh, das nehmen wir auch noch mit. Wie er mir auf den Keks geht. Ich wollte was anderes sagen, aber das sagen wir besser nicht. So. Zwei rein. Ich musste tatsächlich gerade mal kurz überlegen, wie mein eigenes ich baue mir ein Höhlensystem funktioniert. Verrückt. Also eins. So funktioniert das nämlich. Ha. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt mal dazu übergehen, gleich auch so ein bisschen die... Oh Gott, das sollte ich nicht tun, da könnte Lava kommen. Einfach mal so die Zwischenräume absuchen, ne? Wer weiß, was wir da noch so finden. Aber erstmal bauen wir hier den Raum fertig. Erstmal natürlich nehmen wir die ganze... So, das wird uns ja noch weiter stören. Das nehmen wir dann natürlich auch raus. Oh, ey. Was für eine Katastrophe. Das ist wirklich, also Kies ist wirklich nervig. Ich meine, damit kann man nette Sachen bauen. Ja, also wirklich so Wege und so. Das ist ja total cool. Ja, das funktioniert ja wirklich auch hervorragend. Aber warum? Warum muss der immer, wenn man hier genau sowas hat, warum muss dieser Kies einen immer dann nerven? Also ich verstehe es einfach nicht. Kann mir dafür jemand eine logische Erklärung liefern? Ich meine, Minecraft ist ja ein Spiel, das auf Logik aufgebaut ist. Aber warum ist das denn... Ach, egal. Ich reg mich einfach nicht drüber auf. Sowas ist schlecht für den Blutdruck. Zack. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, und wir haben jetzt mal wieder... Aber alles andere gefunden... Also fast mehr Gold als Eisen. Wow, cool. Wir haben jetzt alles andere gefunden, nur nicht das, was wir finden wollten. Hm.
So, und jetzt machen wir Folgendes. Guck. Oh, der hat ein Schwert. Was ist denn da, dass das so... Das muss ich jetzt aber mal erkunden. Weil irgendwas ist da ja. Also irgendwas muss hier ja sein, weswegen hier so viele Monstergeräusche sind. Gott, ich habe Sorge, dass das in die Hose geht. Vor allen Dingen auch, dass der Zombie da gespawnt ist, ne? Der Dizzle wird wahrscheinlich hier irgendwo was sein. Ein Spawner oder so. Ach Mensch, jetzt wollte ich doch dieses wunderbar tolle System weiterführen und ich zerstöre es mir gerade selber. Naja, egal. Dafür können wir noch ein bisschen Redstone einsammeln. So, und jetzt ist ja auch egal hier. Naja, gut, da fallen wir ein bisschen tief. Das bauen wir schon mal zu. Ist da oben was? Das interessiert mich ja jetzt, ne? Ich kann aber auch nicht zuordnen, aus welcher... Oh, nochmal Smaragd. Ja, Leute, das finden wir jetzt aber häufig im Moment. Also ich kann jetzt auch nicht so richtig zuordnen, aus welcher Richtung das kommt. Ich hätte jetzt hier gesagt, so in die Richtung. Gehen wir mal so ein bisschen nach oben auch. Wahrscheinlich buddeln wir uns jetzt genau dran vorbei oder so. Naja, wäre am Ende auch nicht so schlimm. Umso ungefährlicher ist das Ganze am Ende. Aber trotzdem, ist ja mal interessant. Ja komm, jetzt haben wir das geschafft, so ein bisschen Risiko eingehen können wir ja jetzt. Ich höre auch Fledermäuse, ich höre also irgendwo eine Höhle. Holy shit. Holy shit. Habe ich mich jetzt erschrocken. Alter Verwalter. Alter. Verwalter. Ich habe mich schon wieder erschrocken. Junge. Oh, lalalala. Mir zu kriminell. Entschuldigung, aber ernsthaft. Das kann ich mir nicht erlauben. Das kann ich mir nicht erlauben. Das ist mir eindeutig zu kriminell. Holy shit. Ja, okay, wir haben auf jeden Fall herausgefunden, von wo es kam. Immerhin. Das ist schon mal etwas. Ja, gut. So, jetzt buddeln wir uns einfach mal hier so rein. Mal gucken, was wir so finden. Vielleicht finden wir was, vielleicht finden wir nichts. Zweifel nur Cobblestone, aber wir sind ja auf der Suche nach Diamanten. Und ich wäre auch sehr froh, wenn wir Diamanten finden würden. Doch ist dieses System hier unten ja relativ übersichtlich, ne? Aber ich frage mich, wie wird das, wenn das erstmal unübersichtlich wird? Ja, wenn wir das dann auch noch... Oh, Kohle. Kohle haben wir ja noch gar nicht gefunden in den beiden Folgen jetzt. Verrückt. Naja gut, einmal ist immer das erste Mal. Heben wir also quasi die Kohlefelder hier aus. Das gibt uns alles Erfahrungspunkte. Da haben wir gesagt, sind wir nicht ganz unglücklich drüber.
So, es ist natürlich quasi die Dunkelziffer der Sachen, die wir hier jetzt nicht finden können, wenn wir einfach dran vorbeigraben oder so. Das würde mich auch mal interessieren, ne? Wie hoch so die. Da könnte man tatsächlich vielleicht auch mal einfach über eine Mod oder so, über eine X-Ray-Mod oder so, das mal austesten, aber das möchte ich hier nicht implementieren. Einfach mal gucken, wie hoch so die Dunkelziffer ist der Sachen, an denen man einfach vorbeigräbt. Also an wie viel Diamanten sind wir eigentlich schon vorbeigelaufen, weil wir uns einfach dran vorbeigegraben haben, wo einfach quasi nur ein Block dazwischen liegt und wir hätten quasi nur einen Block weiter graben müssen. Das würde mich einfach mal interessieren. Und wie viel Eisen, wie viel Gold, wie viel Smaragde, also einfach wie viel von diesen ganzen Rohstoffen. Das wäre ja einfach mal wirklich interessant zu wissen. So. Ich hoffe, man hört mich noch gut. Bei irgendwelchen Folgen hatte ich das Gefühl, die Soundeinstellungen sind tatsächlich ein bisschen verkackt gewesen. Die Stimme, die ist einfach ein bisschen leise gewesen. Ich hoffe, ich habe das jetzt so ein bisschen in den Griff bekommen. Ich finde den Ausschlagspegel hier im Aufnahmeprogramm der Musik gerade ziemlich hoch. Ich weiß nicht, ob das so... Ach, Mist, 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 Mist. Jetzt muss man sich alles dann im Nachhinein mal gucken. Geben wir gerne mal Rückmeldung. Ich muss mir auch mal diesen Liedtitel hier merken, damit ich das vielleicht mal aus der Liste rausschmeiße. Beziehungsweise soll ich mal jetzt mal Folgendes. So, ein Lied weiter. Das konnte sich ja keiner mehr anhören. Im Zweifel ist es ja einfach zu laut, ne? So. Und mehr Kohle. So. Das ist doch eine bessere Musik. Ich finde sie besser. Ja, nur Diamanten finden wir nicht. Das ist quasi... Ja, oh, guck mal, hier waren wir schon mal, oder? Ist hier, doch, hier waren wir schon mal. Was ist denn hier? Doch, hier sind wir da mal lang gelaufen. Cool. Cool, 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 cool. Wann waren wir hier? Was war hier? Ah, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das hatte irgendwie auch, glaube ich, was mit der unsichtbaren Spinne zu tun oder so. Die uns ja auch ein bisschen in Atem gehalten hat. Naja, gut. So, graben wir uns doch einfach mal weiter in unserem Rhythmus. Ich überlege gerade, wir könnten mal hier lang gehen. Ich habe das Gefühl, wir finden mehr in dieser Taktung als in den... Wir laufen einfach mal wild durch die Gegentaktung, oder? Also, das ist so mein Feeling. Kann mich natürlich aber auch irren... Ich wäre erstmal die Kastenform quasi auf dem Weg zurück dicht zu machen. Ne? Ach Quatsch, auch egal jetzt, meine Güte. Graben uns einfach mal hier weiter. So, wahrscheinlich haben wir gleich wieder ein volles Inventar und wenn wir dann Diamanten finden, dann passen die nicht mehr ins Inventar oder so. Auch ein Klassiker. Wessen Inventar ist auch immer voll? Hebt ihr Ende Wochenende? So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, seht ihr, es wird schon knapp. Aber wenn wir jetzt noch eine Folge, also eine dritte Folge werde ich in dieser Aufnahmesession auf jeden Fall noch machen. Wenn wir die auch noch hier drin verbringen, dann wird das schon arg knapp. Ich hätte mir irgendwie eine Kiste mitnehmen sollen, wo ich mal so zwischendurch hätte Sachen verstauen können. Ach, Mist. Egal. Egal. Müssen wir halt irgendwie Andesit, Granit und vielleicht auch ein bisschen Cobblestone loswerden. Und hier das Diorit. 1, 2, 3, 4, 1, 2. So, einen noch.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von Folge Nummer 70. Schön, dass wir alle so lange durchgehalten haben und dass das so lange geklappt hat. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Teilt das Video auch gerne. Das mit dem Abo, das funktioniert wie immer ganz einfach über den Button oben rechts, der oben rechts im Video eingeblendet ist. Und wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann gerne über den Button, der jetzt unten rechts eingeblendet wird. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Survive Minecraft. Ciao, ciao.